Mandelkrebs, Diagnose und Behandlung. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Stellen wir uns vor, Sie fühlen eine Schwellung am Hals, vielleicht an den Mandeln. Sie haben vielleicht Schluckbeschwerden und Ihr Hausarzt oder HNO-Arzt oder Zahnarzt sagt, da ist was, das sollte man sich mal ansehen. Und Sie wollen nun eine Diagnose, um das Schlimmste auszuschließen, nämlich Krebs. Wie geht das und was kommt dann auf Sie zu? Das ist jetzt unser Thema. Bei mir ist Dr. Jens Hummel. Er ist Chefarzt der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde Kopf- und Halschirurgie an der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, vielen Dank, Frau Kahler. Nett, dass ich heute hier sein darf. Mandelkrebs. Ist das ein Krebs, der häufig vorkommt? Tatsächlich ist es eine Krebsorte, die sicherlich in der Bevölkerung häufig vorkommt, aber nicht so wahrgenommen wird. Ja. Ne? Also viele Menschen haben, glaube ich, wenn sie an Krebs denken, andere Tumorsorten. Ja, Darmkrebs. In Gedanken, Darmkrebs, Lunge, ja. Ne, die Brustkrebs bei den Frauen. Der Mandelkrebs ist aber tatsächlich auch sehr häufig irgendwie unter den Top 10 Krebsorten in der Bevölkerung tatsächlich. Ja, und ich hatte ja eben schon gesagt, Schluckbeschwerden. Sind das die Symptome, die man hat oder gibt es auch andere? Ja, Schluckbeschwerden sind ein Symptom, das darauf hinweist, dass irgendetwas im Hals nicht in Ordnung ist. Das häufigste Symptom allerdings ist eine Schwellung, die Sie am Hals bemerken. Es kann sein, dass plötzlich beim Eincremen oder die Männer beim Rasieren merken, dass da plötzlich an einer Halsseite eine Schwellung ist, die sie vorher nie da gehabt haben. Und wenn die dann auch noch relativ hart ist, vielleicht sogar etwas größer wird und vor allem, wenn sie auch überhaupt nicht wehtut, ist das ein dringendes Alarmsignal und dann sollte man unbedingt seinen Hals-Nasen-Ohrenarzt aufsuchen, damit er mal guckt, um was es sich da handeln könnte. Ja, man könnte ja auch denken, das sei ein geschwollener Lymphknoten nach einer Erkältung. Genau. Das Typische für diese Lymphknoten, wenn sie zum Beispiel einen Infekt hatten oder einen vereiterten Zahn oder so, ist, dass die schmerzhaft sind. Ah. Ne? Die wachsen relativ schnell, sind aber, wenn sie drücken, doch ordentlich empfindlich. Und gehen natürlich dann auch, wenn die Erkältung vorübergegangen ist, allmählich wieder zurück. Das tun die Lymphknoten, die zum Beispiel im Kopf-Hals-Tumor auftreten, natürlich nicht. Die bleiben so und wachsen kontinuierlich immer mehr. Das heißt also, man hat nicht irgend so ein Symptom, dass es wirklich weh tut, also was so ein Alarmsignal an einem selber auslöst, also, weshalb man zum Arzt gehen soll. Also Schmerzen, die auftreten und auch über mehrere Tage bestehen, vor allem wenn sie dann auch noch ausstrahlen beim Schlucken, zum Beispiel in die Ohren. Ne? Auf der einen Seite ins Ohr plötzlich strahlen, aber das Ohr normal funktioniert und sie da keine Probleme mit haben. Das ist ein Alarmsignal, also da sollten sie ganz dringend natürlich zum Arzt gehen, denn dann sind die, es stimmt irgendetwas im Rachen nicht. Ne? Das kann eine Entzündung sein, aber vor allem es kann natürlich auch ein Tumor sein, der dann in eine Region wächst, wo halt Nervenfasern kontaktiert werden, die dann diese Alarmsignale senden. Ja, genau. Das beantwortet mir schon die Frage, was davon im Rachen ist denn eigentlich betroffen? Denn Mandel, also da denkt man, naja, Mandeloperation, das war ja früher, hat man oft gemacht bei Kindern. Aber ich glaube, in dem Fall kann es um viel größere Bereiche gehen. Genau. Also das Symptom selber sagt uns noch nicht, wo das Problem sitzt. Ja. Das kann im Bereich der Mandeln sein, aber letzten Endes kann es auch im Bereich des Schlundes, der Zunge, aber auch sogar im Kehlkopfbereich sein. Denn diese ganzen Bereiche im Hals werden von einem und demselben Nervengeflecht versorgt, sodass wir nicht durch die Lokalisation der Schmerzangaben sagen können, das ist jetzt diese oder jene Region. Da hilft tatsächlich nur die klinische Untersuchung. Ja. Woher kommt der Mandelkrebs? Was löst den aus? Ja, viele Tumoren im Kopf-Hals-Bereich hatten klassischerweise als Auslöser Nikotin und Alkoholkonsum. Das waren die Hauptfaktoren, die die Schleimhäute dazu bringen, halt im Laufe der Zeit einen Krebs zu bilden. Wir sehen das auch, dass viele Patienten jetzt mit anderen Regionen, also im Kehlkopfbereich, weniger Tumoren entwickeln, weil natürlich die Lebensführung sich in den letzten 20 Jahren doch deutlich gebessert hat. Ne? Der Anteil der Raucher nimmt ab, auch der Alkoholkonsum ist zumindest allmählich abnehmend. Nur beim Mandelkrebs ist das halt eben nicht so. Wir sehen da keine Rückwärtsentwicklung in der Anzahl der Fälle, sondern es bleibt eigentlich konstant. Da ist ein neues Problem aufgetreten, das sich in den letzten 20, 30 Jahren weltweit verbreitet hat.
Das ist eine Infektion mit einem Virus, das sogenannte Papillomvirus, humanes Papillomavirus. Das verbreitet sich halt in lymphatischem Gewebe, insbesondere in den Mandeln, und kann halt Tumoren auslösen, die dann auch in der Regel bösartig sind. Und das Gemeine in dieser Situation ist, dass es halt auch Leute betrifft, die relativ jung sein können, die einen absolut gesunden Lebensstil haben und halt eben keine nicht zwangsläufig diese Risikofaktoren wie Rauchen oder Alkoholkonsum haben. Das heißt, auch jemand mit Mitte 30, Anfang 40 kann, wenn er diese Symptome hat, schon an einem Krebs der Mandeln leiden, ohne dass er das jemals erwartet hätte. Das heißt also, Ihre Klientel wird jünger? Also es wird sicherlich noch die andere Gruppe geben, ab 60 aufwärts vielleicht, aber jetzt dann nochmal die ab 30-Jährigen durch den HPV-Virus. HPV-Virus. Und man kann sich ja impfen lassen dagegen. Ist das dann nochmal ein Grund dafür, sich impfen zu lassen in jungen Jahren, oder? Also tatsächlich ist es so, da können wir auf die Erfahrung aus Australien zurückblicken, die haben damals schon sehr früh die Impfkampagne für Jungs und Mädchen gegen das Papillomavirus eingeführt. Und wir sehen jetzt, so etwa 20 Jahre später, dass dort tatsächlich die Mandelkrebsraten abnehmen in der Bevölkerung. Also das scheint definitiv einen Schutz zu geben, im Laufe des Lebens einen Mandelkrebs zu entwickeln. Sollte man denn dann, also man sagt ja immer, Jungen impfen und da geht es ja dann mehr auch so um den Gebärmutterhalskrebs, also vor dem ersten Geschlechtsverkehr und so weiter. Wenn man jetzt betroffen ist von so einer Geschwürentwicklung im Mund, dass man dann seinen Arzt trotzdem nochmal drauf anspricht, auch in späteren Jahren? Also die Vermutung, dass das vielleicht eine Wirksamkeit hat, ist natürlich gegeben, ne, weil das Immunsystem nochmal auf dieses Virus trainiert wird. Ob es am Ende individuell noch nützt, wenn man schon einen Mandelkrebs entwickelt hat, dazu gibt es leider keine zuverlässigen Studien, weil natürlich das sehr aufwendig ist und man natürlich über einen sehr langen Nachbeobachtungszeitraum überhaupt einen Unterschied erst feststellen könnte. Aber im Einzelfall, also wenn ein Patient wirklich sagt, ich möchte mich da noch gegen impfen lassen, kann man das machen. Das wird aber dann von der gesetzlichen Krankenkasse leider nicht übernommen. Ja, aber es wäre im Hinterkopf zu behalten, das Thema wäre schon gut. Jetzt sagten Sie ja, es ist nicht so einfach, überhaupt erstmal festzustellen, dass es sich um diesen Krebs handelt. Wie funktioniert denn von Ihrer Seite aus denn die Diagnose? Nun ja, also der Patient kommt ja meistens schon, nachdem er einen anderen Arzt gesehen hat, zu uns in die Klinik. Und dort wird er noch einmal gründlich befragt und auch untersucht. Und manchmal sehen wir schon bereits bei der Untersuchung des Mundraumes, dass auf der einen Seite die Mandel komplett anders ausschaut als auf der anderen, dann ist die Diagnose schon mal relativ sicher. Aber es kommt auch vor, dass man in der normalen Untersuchung gar nichts sieht, aber zum Beispiel eine größere Schwellung am Hals den Verdacht nahelegt, dass da doch irgendwo ein Tumor sein müsste. Der nächste Schritt, der dann in der Regel erfolgt, ist, dass man nochmal in Vollnarkose, also ohne Schmerz- oder Würgereflexe, ganz in Ruhe das gesamte Gebiet im Hals anguckt. Dann können dann auch nochmal gezielt Proben entnommen werden, um zu gucken, ob sich da vielleicht irgendwo ein Tumor verbirgt. Wenn man im Halsbereich selber bei dieser sogenannten Panendoskopie, also der Inspektion sämtlicher Organe im Hals, nichts findet, kann auch bei einer Schwellung am Hals ein kleiner Schnitt gemacht werden und eine Gewebeprobe dort entnommen werden, um halt eine Diagnose herbeizuführen. Ja, genau. Also häufig sogar eine Gewebeprobe, oder? Genau, also um die Diagnose zu stellen oder sie auch auszuschließen, brauchen wir immer eine Gewebeprobe. Ja. Das ist sicher. Ja. Bei der Gelegenheit nochmal die Frage, was ist eigentlich, wenn ich gar keine Mandeln mehr habe, weil sie mir rausgenommen worden sind als Kind? Ich kann dennoch Mandelkrebs bekommen, oder? Weil das Gewebe... Ja, also zumindest einen Krebs im Bereich der Mandeln können wir kriegen. Es gibt ja außer den beiden bekannten Gaummandeln noch eine Mandelgruppe, die sitzt hinter der Zunge, etwas weiter unten, ne, die auch gerne mal von Tumoren betroffen sein kann. Die kann man allerdings selber nicht sehen. Also wenn man jetzt in den Mund guckt, so beim Zähneputzen oder so, ist diese Region nicht einsehbar, da sie so ein bisschen um die Ecke rumliegt. Dafür braucht man tatsächlich dann entweder ein Endoskop oder ein Spiegel, also eine Hals-Nasen-Ohrenärztliche Untersuchung, um das sicher zu haben. Genau, wir waren ja bei der Diagnose. Es ist, glaube ich, für Sie auch wichtig festzustellen, ob es schon Metastasen gibt, oder? Ja, also wenn tatsächlich die Diagnose eines Mandelkrebses gestellt worden ist, ist für uns und natürlich für den Patienten extrem wichtig zu wissen, wie weit fortgeschritten ist denn das Ganze.
Dazu wird in der Regel eine Computertomographie gemacht, die halt die Region des Halses, wo der Haupttumor sitzt, die Region der Lymphknoten am Hals, aber auch der Lunge und auch der Leber mit umfasst. Damit hat man dann die wichtigsten Orte erfasst, in denen Fernmetastasen oder Lymphknotenmetastasen bei diesen Tumoren auftreten können. Das ist natürlich für die Gesamtprognose und auch für das Konzept, wie man behandeln kann, ganz wichtig. Warum? Wenn zum Beispiel der Tumor schon relativ weit fortgeschritten ist, also Absiedlung in die Lunge oder in die Leber gemacht hat, dann ist durch zum Beispiel eine lokale Behandlung mit einer Operation oder einer Bestrahlung der Tumor nicht mehr zu heilen. Wir sind dann sofort in einer Situation, wo wir nur noch mit einer systemischen Therapie, also einer Chemotherapie oder Immuntherapie, den Krankheitsverlauf verzögern können. Eine richtige Heilung im eigentlichen Sinne ist dann in der Regel nicht mehr möglich. Das heißt, würden Sie dann operieren? Nein. Wenn es so weit fortgeschritten ist, würde man ausschließlich in Fällen, wo es die Schluckfunktion ganz stark behindert oder weil es stark blutet, eventuell eine lokale Operation machen, aber nie mit dem Ziel, den Mandelkrebs dann zu heilen, sondern einfach nur, um die Symptome zu lindern. Das kann manchmal notwendig sein. Wenn nun doch noch eine Operation sinnvoll wäre, ich weiß, Ihr Haus operiert mit einem Roboter, also robotergestützt. Wie muss ich mir das dann als Patient vorstellen? Ja, der Roboter ist eine Möglichkeit, mit der wir im Hals ein bisschen mehr Blick- und Bewegungsfreiheit bekommen. In der bisher etablierten Behandlung, wenn man durch den Mund einen Mandelkrebs operiert, konnte man hauptsächlich mit dem Laserstrahl arbeiten. Da hat man natürlich immer nur so den Blick und die Operationsrichtung geradeaus. Und der Da Vinci, das ist natürlich der Vorteil, der kann von allen Seiten an den Krebs herangucken, weil er flexible kleine Endoskope hat, aber auch Greifarme, die sich in mehreren Richtungen drehen können, sodass wir auch sozusagen von der Rückseite und von der Unterseite den Tumor angehen können. Das ist OP-technisch ein großer Fortschritt. Dadurch kann natürlich die Wundfläche am Ende oder die Gewebemenge, die entfernt wird, etwas reduziert werden. Ja, also man sagt ja weniger Bluten, exaktere Schnitte, bessere Erreichbarkeit. Also wir reden ja nicht nur über die Mandeln, auch unter Umständen. Wie viel kann denn da theoretisch bei einer OP mit rausgenommen werden müssen? Ja, das hängt tatsächlich immer sehr davon ab, wie groß der Tumor ist, wenn man ihn findet. Ne? Der Idealfall, also wenn es wirklich ein sehr kleiner Tumor ist, dann kommt man mit einer Operation, die einer klassischen Mandelentfernung gleicht, oft gut weg. Aber wenn der Tumor lokal schon so groß ist, dass er halt eben nicht mehr im Bereich der Mandel selber ist, sondern schon vielleicht an den Gaumen, an das Zäpfchen oder auch in Richtung der Zunge oder des Mundbodens gewachsen ist, dann sind größere Entfernungen notwendig, weil man ja auch immer noch zusätzlich bedenken muss, man will den Tumor ja auch nicht nur ausschälen, sondern im Gesunden mit einem Sicherheitsabstand drumherum entfernen. Und da entstehen dann manchmal auch größere Defekte. Ja, die fehlen ja dann nachher. Genau. Was machen Sie dagegen? Es gibt so eine Grenze, wo man halt sagt, die Defekte sind nicht tolerabel, was die Funktion angeht. Mhm. Kleinere Defekte, die sozusagen durch die normale Narbenbildung und Wundheilung sich regenerieren können, müssen nicht weiter versorgt werden. Da kann man einfach abwarten. Das ist alles, was so klein ist, dass es halt eben nicht über die Mitte zum Beispiel der Zunge hinausgeht oder halt den Gaumenbogen nicht zu sehr entfernt. Wenn es aber sehr groß ist und wir dann erwarten, dass die Schluckfähigkeit oder die Sprechfähigkeit deutlich eingeschränkt wird durch unsere Operation, dann müssen wir eine Rekonstruktion dieser entfernten Geweberegion durchführen. Dazu gibt es heutzutage verschiedene Verfahren, die man da anwenden kann. Je nach Größe werden dann auch teilweise Hauttransplantationen aus entfernten Körperregionen verwendet, um diesen Gewebedefekt zu ersetzen. Wo, aus entfernten Regionen? Ja, zum Beispiel aus dem Unterarm. Mhm. Da kann man relativ große Hautareale gewinnen, die dann mit ihren versorgenden Blutgefäßen an den Hals verpflanzt werden. Das klingt natürlich auch schon sehr aufwendig, das ist es auch so. Ne, diese Operationen dauern dann meistens wirklich so mehr oder weniger den ganzen Arbeitstag. Das Gute ist, wir haben halt relativ gut ausgebildete Operationsteams bei uns in Altona, sodass wir halt auch mit zwei Teams arbeiten können. Das heißt, die eine Gruppe kümmert sich nur um die Entnahme dieses Transplantates, während die andere Gruppe oben den Tumor entfernt und die Halslymphknoten ausräumt. Das spart ordentlich Operationszeit und ist natürlich für den Patienten, denke ich, schon ein Segen, weil natürlich je kürzer die Narkose ist, desto schneller erholt man sich auch wieder davon.
Ja, genau. Wie lange ist er dann danach noch bei Ihnen? Also nach einer solch großen Operation ist die Krankenhausdauer bestimmt 10 bis 14 Tage. Plus natürlich danach häufig noch eine zusätzliche Nachbehandlung in Form einer Bestrahlung und im Weiteren dann die Regeneration, sagen wir mal, mit einer Anschlussheilbehandlung, die dann in einer anderen Klinik stattfindet. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, danke für die sehr interessanten Fragen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Ja, danke. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!